Hallo und herzlich willkommen zu der Monatsvorschau für den Juni und wir beginnen auch direkt mit einem Titel aus dem Hause Sony. Der kleine Bruder des bekannten PlayStation 3-Franchises steuert auf die Vita zu. Nachdem im Jahre 2010 Resistance Retribution für die PSP erschienen ist, erscheint diesen Monat nun der nächste Teil für eine portable Konsole. Dabei muss sich Resistance Burning Skies keinesfalls vor der Konsolenumsetzung verstecken. Es erwartet euch packende Shooter-Action und ihr könnt endlich wieder ein paar Aliens in den Hintern treten. Zudem wird es ebenfalls einen Multiplayer-Part geben, in welchem ihr euch mit bis zu 8 Spielern über die verschiedensten Karten bewegt. Von hässlichen Aliens zu knuffigen Cartoon-Figuren. In dem kommenden Prügelspiel Cartoon Network Punch Time Explosion XL erwarten euch über 20 bekannte Charaktere aus den Cartoon Network-Serien, darunter unter anderem Ben 10, Samurai Jack oder die Powerpuff Girls. Neben der Singleplayer-Kampagne erwartet euch auch ein Multiplayer-Teil mit bis zu 4 Spielern. Dabei setzt das gesamte Spiel auf einen Gameplay-Stil ähnlich dem von Super Mario Smash Bros. Brawl. Und damit auch schon wieder zurück zu dem lebendig gewordenen Grauen. Horden von Untoten, welche mit einer Kettensäge ins Jenseits geschickt werden, gepaart mit einer sexy Cheerleaderin? Das ist das Markenzeichen des kommenden Zombie-Schnetzers Lollipop Chainsaw, in welchem ihr euch mit Zombie-Jägerin Juliet Sterling auf die Suche nach dem Ausbruch des grassierenden und immer weiter ausbreitenden Virus macht. Dabei sollen euch eine ungewöhnliche Geschichte, abgefahrene Musik aus der Feder von Akira Yamaoka, jede Menge Untotenblut und auch Bosskämpfe gegen die sogenannten Zombie-Rocklords erwarten. Sollte euch das Spiel interessieren, so schaut auf jeden Fall auf unserer Seite vorbei, da wir das Spiel für euch Let's Playen werden. Nachdem Gravity Rush bereits Anfang Februar in Japan erschienen ist, rückt der Termin für den Europa-Release immer näher. Dabei soll der neue Titel von Japan Studio allerhand Innovationen gepaart mit stimmiger Cell-Shading-Grafik bieten. Durch die Kontrolle der Gravitation ist es möglich, durch die Luft zu fliegen, an Wänden zu laufen und den Feinden mit allerhand Gravitationsspielereien den Garaus zu machen. Auch Rollenspielelemente wie das Aufleveln eures Charakters und verschiedene Nebenmissionen sollen geboten werden. Nachdem wir uns letzten Monat keine Sammlung aufpolierter Klassiker in unser Regal stellen bzw. herunterladen konnten, ist es wieder soweit. Capcom spendiert uns diesen Monat eine HD Collection mit zwei ehemals nur auf der Wii erschienenen Titeln. Beide Spiele wurden nun mit HD-Grafik versehen, jedoch wird nur Resident Evil The Dark Side Chronicles am 27. Juni im deutschen PlayStation Network zur Verfügung stehen, da der andere der beiden Titel bei uns indiziert ist. Somit müsst ihr für die geballte Resident Evil Action leider auf eine andere Bezugsquelle ausweichen oder nur mit The Dark Side Chronicles vorlieb nehmen. Und schon geht es mit der nächsten HD Collection weiter. Dieses Mal jedoch keinesfalls für die PS3, sondern die erste auf Hochglanz getrimmte Sammlung für die PlayStation Vita, welche bereits eine Umsetzung für Sonys Heimkonsole hinter sich hat. So werdet ihr in der Metal Gear Solid HD Collection allerhand Stealth Action mit Solid Snake und Konsorten erleben dürfen. Dabei wurde auf eine Portierung von Peace Walker verzichtet und ihr dürft lediglich Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3 in High Definition Grafik genießen. Von einer Schlange hin zu einem der beliebtesten Kinderspielzeuge der Welt, Lego. In dem kommenden Klötzchenspiel Lego Batman 2 DC Super Heroes aus dem Hause Traveler's Tale dürft ihr euch dieses Mal einer richtigen Herausforderung stellen. Es ist nämlich Crossover-Zeit in Gotham City, da sich die teuflischen Schurken Joker und Lex Luthor zusammengetan und gegen Batman verschworen haben. Mit über 50 Helden aus dem DC-Universum, darunter natürlich Batman und Robin, aber auch Catwoman, Superman und vielen mehr, dürft ihr euch den Feinden stellen. Darüber hinaus soll das Spiel mit einer offenen Spielwelt und einem ordentlichen Umfang punkten. Des Weiteren wird es eine weitere Besonderheit für ein Lego-Spiel geben, denn die kleinen gelben Figuren können ab sofort sprechen und sind somit vertont. Dubai nach 6 Monaten Sandsturm. Was erwartet euch? Natürlich jede Menge Staub und Dreck. In diesem für Shooter recht ungewöhnlichen Szenario ist Spec Ops The Line angesiedelt und ihr versucht als Captain Walker in der zerstörten Stadt Überlebende zu finden. Dabei stellen sich euch jedoch die verschiedensten Feinde entgegen und ihr seid schon bald darauf angewiesen, euer eigenes Überleben zu sichern. Dabei soll dem Element Sand besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da ihr diesen auch als Waffe einsetzen könnt. Neben der Singleplayer-Kampagne wartet der Third-Person-Shooter auch mit einem klassenbasierten Online-Multiplayer-Modus auf, in welchem ihr euch gegenseitig vernichten und durch das Level-System neue Ausrüstung freischalten könnt.
Freunde des gepflegten Radsports aufgepasst. Passend zu dem alljährlichen Radsport-Event veröffentlicht DTP hierzulande das Spiel, in welchem ihr keinesfalls selber ins Schwitzen kommen müsst, sondern mit einem virtuellen Fahrer versucht, die begehrten Trikots einzuhandeln. Dabei könnt ihr euch für eines der größtenteils lizenzierten Teams entscheiden, um dieses zu Ruhm und Ehre zu strampeln. Hello, my name is Brett Nicholas, Executive Producer. Nicht nur die Sportler der Tour de France tragen enge Anzüge, auch der Protagonist des kommenden Titels besitzt einen Anzug der besonderen Art. Anfang Juli ist es nämlich wieder soweit. Das Remake The Amazing Spider-Man erscheint in den Kinos und passend dazu veröffentlicht Activision Blizzard das Spiel zum Film. In Gestalt des jungen Peter Parkers versucht ihr Manhattan von den verschiedensten Halunken und Schurken zu säubern. Dabei stehen euch alle besonderen Fähigkeiten der menschlichen Spinne zur Verfügung und ihr könnt euch per serientypischem Spinnennetz durch die Straßen schwingen und die verschiedensten Gebäude erklimmen. Dabei ist die Geschichte des Videospiels nach den Ereignissen des Kino-Reboots angesiedelt. Ende dieses Monats erwartet Freunde der italienischen Auto-Edelmarke Ferrari ein Schmankerl der besonderen Art. Zu diesem Zeitpunkt erscheint nämlich Test Drive Ferrari Racing Legends für die PlayStation 3. Mit 52 lizenzierten Edelkarossen, welche die Ferrari-Geschichte quer durch alle Epochen abdecken, heißt es auf 30 verschiedenen Rennstrecken aufs Gaspedal zu drücken. Dabei soll der Titel mit Realitätsanspruch aufwarten und jedes Fahrzeug sich anders und individuell verhalten. Neben diversen Singleplayer-Modi wartet der Titel auch mit einem Multiplayer-Teil und Online-Leaderboards auf. Kommen wir nun zu der letzten HD-Trilogie für diesen Monat. 2002 erschien der erste Teil der sehr beliebten Jump'n'Run-Serie Ratchet & Clank und 10 Jahre später veröffentlicht Sony nun eine Collection, welche die drei PS2-Klassiker Ratchet & Clank 1, 2 und 3 auf einer Disc vereint. Dabei erhaltet ihr neben der aufpolierten Grafik auch einen 3D-Modus, volle Trophäenunterstützung und einen Online-Modus für bis zu 8 Spieler. Nun zum letzten Titel für diesen Monat. Die Monatsvorschau endet mit einem Sportspiel, welches ebenfalls anlässlich eines diesjährig stattfindenden Sportspektakels veröffentlicht wird. Mit London 2012 erhaltet ihr das offizielle Videospiel zu den in der gleichnamigen Stadt ablaufenden Olympischen Spielen. In über 45 Disziplinen könnt ihr euer sportliches Geschick unter Beweis stellen und Gold erringen. Dabei unterstützen 12 der Disziplinen den PlayStation Move Controller. Neben dem Einzelspieler-Part wartet der Titel mit einem Online-Modus und den dazugehörigen Leaderboards auf, wodurch ihr gegen Spieler auf der ganzen Welt antreten könnt. Das war's mit der Vorschau für den Juni. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Musik